Mission 1 der Konfliktkampagne versetzt euch auf eine etwas verzerrte Weltkarte. Als Römer ist es euer Ziel, die Wikinger und Mayas zu besiegen. Mit anderen Worten also nichts Geringeres als die Weltherrschaft. Die Wikinger kontrollieren die Gebiete, die wohl Dänemark, Schweden und Norwegen darstellen sollen, während die Mayas die beiden Amerikas dominieren. Und Australien existiert einfach. Die Alpen enthalten eure ersten Kohle- und Eisenvorkommen. Weiteres Erz findet ihr in den Bergen östlich der Alpen. In Nordafrika habt ihr die Möglichkeit, Steinminen zu bauen, während ihr Golderz in Südafrika finden werdet. Was fehlt, sind Ureinwohner, die ihr über die nächsten Jahrhunderte ausbeuten könnt, nur um die Nachfahren der gewaltsam verschleppten Sklaven dann als Unerwünschte zu behandeln, die gefälligst in ihr Land zurückgehen sollen. Auf Normal habt ihr eine Schonfrist von 60 Minuten, bevor euch die Wikinger angreifen können. Auf Leicht habt ihr mehr als doppelt so viel Zeit. Allerdings müsst ihr aufpassen, da die Patrouillen der Wikinger auch durch Norddeutschland marschieren. Platziert dort also nichts Wichtiges. Auf der anderen Seite lässt sich dieses Verhalten unter Umständen auch zum Bau eines Fleischwolfes ausnutzen. Das genaue Timing und die Stärke der feindlichen Angriffe scheint etwas glücksabhängig zu sein. Nachdem ein Versuch, nur einen kleinen Turm in Südafrika stehen zu lassen und die Wikinger mit Fußtruppen abzuwehren, gescheitert ist, habe ich 7 große Türme in Frankreich platziert. Praktisch wie bei Asterix, nur leider sind wir die Römer. Letztendlich konnte ich dort auch einen Fleischwolf erzeugen, wodurch ich die Wikinger so lange schwächen konnte, bis ich in der Lage war, sie zu überwältigen. Ich würde euch empfehlen, dies möglichst früh einzurichten, am besten noch lange vor Ablauf der Schonfrist. Dann könnt ihr vielleicht verhindern, dass die Wikinger überhaupt zu einem Angriff fähig sind, und selbst wenn, sollte er deutlich schwächer ausfallen. Passt außerdem auf, dass die Wikinger nicht in die Region Albanien-Griechenland siedeln. Ein kleiner Angriffsdruck aus Level 3 Soldaten konnte das aber verhindern, außerdem habe ich dort nichts Wichtiges platziert. Sobald die Wikinger besiegt sind, könnt ihr nicht mehr verlieren. Jetzt kommt aber der nervige Teil, da die Mayas inzwischen sehr stark sein dürften. Spätestens jetzt solltet ihr sowohl ausschließlich Level 3 Soldaten produzieren, als auch um die 3 Sets Zierobjekte errichten. Ich habe außerdem eine komplette zweite Wirtschaft im eroberten Wikingergebiet aufgebaut, allerdings hatte ich im späteren Verlauf einige Schwierigkeiten mit der Kohleproduktion. Die Mayas sollten ihre Schwerindustrie in Nordamerika errichten, daher würde ich euch empfehlen, dort anzugreifen. Wenn es euch gelingt, ein Stück Land zu sichern, könnt ihr aus den rumliegenden Rohstoffen leicht ein Lazarett bauen, um eure weiteren Verluste gering zu halten. Wenn ihr nicht gerade besonders schnell seid, werdet ihr wahrscheinlich mehrmals angreifen müssen, um die Mayas überwältigen zu können. Aber da die Soldatenproduktion der Mayas eurer eigenen weit unterlegen ist, ist der Sieg nur eine Frage der Zeit.